Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Yvonne Katterfeld feiert ihren Sohn ++. Nazan Ekes überrascht mit Aufnahmen ihrer Kinder ++. Mozi Mabuse teilt seltenen Schnappschuss mit ihrer kleinen Tochter. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 21. April 2022. Yvonne Katterfeld gibt seltene Einblicke ins Familienleben. Eigentlich bekommen wir den Sohn von Yvonne Katterfeld nicht zu sehen, doch jetzt macht die Sängerin eine Ausnahme. Der Anlass? Charlies 8. Geburtstag. Die 42-Jährige gratuliert ihrem Spross auf Instagram mit folgenden Worten. Heute war der 8. Geburtstag unseres Sohnes, auch der wichtigste Tag für mich im Jahr. Und ich hoffe, dass er nicht in 5 Jahren sagen wird, Mama, warum hast du mir auf Instagram nicht gratuliert? Dann werde ich sagen, ich habe all die Karten aufgehoben, die ich dir gemalt und geschrieben habe, da steht alles, was für dich bestimmt ist, mehr als ich hier jemals sagen könnte und wollte. Zick die seltenen Aufnahmen, die Yvonne Katterfeld in den sozialen Medien teilt, zeigen Mutter und Sohn bei einem Strandspaziergang in der Abendsonne. Punkt. Auch die Geburtstagskarte und die Geburtstagstorte veröffentlicht die Schauspielerin auf ihrem Account. Sie wählt bewusst die Worte unseres Sohnes. Mit dem Vater des Kindes, Oliver Fenuck, 46, war die Musikerin 14 Jahre lang zusammen, Ende 2021 gab das Paar überraschend seine Trennung bekannt. In einem Statement machte die ehemalige The Voice of Germany-Jurorin klar, dass sie durch ihren gemeinsamen Sohn Charlie immer miteinander verbunden seien und dementsprechend auch weiter an einem Strang ziehen wollen. 20. April 2022. Nazan Ekes sendet Grüße aus ihrem Familienurlaub. Nach den Schlagzeilen der vergangenen Tage bezüglich ihrer Zukunft bei RTL, schaltet die Moderatorin Nazan Ekes im Urlaub erst einmal so richtig ab. Zusammen mit ihren Kids tankt die 45-Jährige auf Mallorca Sonne satt und lässt die Seele baumeln. Fast täglich beglückt die zweifache Mutter ihre 347.000 Follower innen mit Urlaubsbildern.